So, hier sind wir wieder bei PlaySample. Also, ne? Ah, so, ich muss mich ein bisschen bewegen. Ich trinke hier einen Schluck Monster, ne? Guckt euch die Gegend an. Ich habe ja schon am Vorgebaut. Warte. Ah, kann man kaum bewegen. Ich bin krankgeschrieben die Woche. Und heute kommt eine kleine Einführung, beziehungsweise die Einführung muss ich ja machen. Ich habe ja schon ein bisschen geübt. Ich habe ja die Arena, müsste die ja auch eigentlich, die Allianz Arena auch so gebaut haben wie ich. Das heißt, so alles voll, ne? Hier das Rote, da das Rote, da das Rote. Bis hier. Gut, da hinten muss ich jetzt noch ein bisschen verlängern. Aber ansonsten bin ich auch so weit, wie ihr jetzt weit seid, ne? So. Jetzt machen wir erstmal hier, fangen wir an, das Dach drüber zu jodeln, ne? Dass wir hier, ich will zusehen, dass ich jetzt morgen und heute, also heute und morgen, dass wir hier das Dach drüber kriegen. Dann haben wir hier nur noch so ein paar Kleinigkeiten, dass wir nur noch hier die Stühle reinmachen. Aber wir machen jetzt erstmal das Dach, ohne euch jetzt groß zuzulüllen, ne? Test, Test. Mal gucken, ob mein Mikrofon richtig wieder eingestellt ist. Ja, so. Ich nehme jetzt hier diesen, was ist das? Den polierten Andesit. So. Da lässt ihr jetzt einen grauen frei und dann macht er drei Stück da hoch. Das macht er hier auch. Das muss ich auch euch noch zeigen. Das habe ich jetzt gerade, wollte ich vorgebauen, aber. Und da müssen wir immer einen streifen lassen. Das heißt, jetzt hier kommt einer hin. So wie so ein Gehweg. Einer, so rum, eins. Und jetzt müssen wir hier auch, muss ich auch noch einen hinmachen. So. Dann wieder ein Gehweg, so rum, so, 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 so. Und dann hier hin und da hier hin. Das ist ein Weg, als wird da, ist ja halt ein Gehweg. Da oben kann man auch lang gehen, ne? Da müssen wir es so bauen, dass das jetzt hier komplett oben ein Klotz ist. Immer, ne? So. Die einen kann ich wegmachen. Obwohl, den brauche ich ja nicht wegmachen. Da kann ich ja direkt das Graue draufjodeln, ne? Kann ja direkt so draufknallen. So, und das mache ich dann davor. Und dann passt das. So, dass ein Weg hier ist, ne? So. So. Und so. Jetzt machen wir es erstmal, bauen wir es vor. Dann müsst ihr das auch jetzt gleich machen. Ich mache jetzt mit euch eine, also wieder zwei Seiten und dann den Rest macht ihr wieder selber. Weil dann müssen wir jetzt auch wieder, so, wenn wir das gebaut haben, ist drei Stück. So, 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 so. Dann müssen wir da auch, kommen da Lichter rein. So, erstmal drei Stück hier hoch, vorgebaut, so, zack. 3, 3, 3, 3. Habe ich 3 gesagt? Ja, ne? 3, ja. 3. So sieht das dann aus. Und auf der Seite brauchen wir ja nur hochjodeln. Warte mal, da muss ich den super Nuckeltrank nehmen. So. Und gestern war natürlich wieder die Scheiße bei mir. Ich weiß nicht, ich muss mal bei Microsoft mal anrufen. Wenn ich über eine Stunde spiele, dann hängt sich die Xbox auf. Das heißt, ich werde direkt in das Startmenü von Minecraft geschleudert und dann hat er nichts gespeichert. Ich habe gestern Kölner Dom ohne Ende gebaut, fast eine Stunde, habe mir den Arsch aufgerissen und patsch, war ich wieder ins Startmenü und dann habe ich umsonst gebaut. Boah, da verliert man natürlich echt die Lust. Ich weiß nicht, einer hat mal gesagt, ich muss das Spiel komplett deinstallieren und dann neu laden, ne? Aber das Problem ist, wenn ich das deinstalliere, ne? Nicht, dass der Speicherpunkt weg ist und dann ist die ganze Welt weg, ne? Dann ist natürlich der Kack am Dampfen. So, jetzt seht ihr ja selber, hier wieder einer, ne? Dass wir hier so einen Gehweg haben. Das könnt ihr alles selber bauen, das habt ihr ja soweit verstanden. So, 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 ein Gehweg. Müsst ihr einfach nur so, ne? Hoch und dann Dreier. Okay, das macht ihr komplett jetzt rum. Das muss ich auch machen. Ich finde, die Allianz ist ein bisschen groß geworden, ne? Kann das sein? Wenn ich jetzt hier so sitze, ne? Und dann gucke ich. So groß ist doch niemals die Allianz Arena. Ich habe es wieder übertrieben, finde ich. Ich glaube nicht, dass wenn man jetzt hier auf dem Sitzbank sitzt, dass ich da hinten die Leute nur noch so mit dem Fernglas angucken kann, ne? Oder ist die wirklich so groß? Ne. Wir haben die zu groß gemacht. Also bauen wir die jetzt kleiner, indem wir jetzt alles wegmachen. Das ist Kacke. Ey, wisst ihr von außen, was für ein Oschi das wird? Das ist zu groß. Hä? Das ist zu groß, finde ich. Das ist immer Kacke, wenn man immer klein bauen will und dann auf einmal patsch. Ich muss mir echt mal dran gewöhnen, dass ich irgendwelche Projekte auch mal kleiner mache. Die Mini-Furz-Ausgabe mache. Aber jedes Mal, wenn ich das baue, dann wird das richtig groß, ey. So, hier einer. Da ein Gehweg. Da gehen wir lang. So, da. Zack, zack.
So, so, so. Gehweg, Gehweg, Gehweg. So, dass wieder einer ist. So, dann nehmen wir das hier hoch. So. Das habt ihr ja soweit verstanden. Also hier oben einen Gehweg lassen. Immer einen Stein, aber dann komplett, dass ihr immer so gerade lang gehen könnt. Und dann drei Steine komplett ringsherum. So, jetzt haben wir die eine Seite jetzt gemacht. Das heißt, die Seite haben wir gemacht. Und die Seite muss ich eben schnell bauen mit euch. Und dann zeige ich euch, was ihr da machen müsst. Und dann müssen wir dann, ja, dann baue ich das auch erstmal wieder so rum. Und dann kommt das Dach darüber. Dann habt ihr auch wieder richtig was zu tun. Und wenn das Dach fertig ist, dann ist ja nur von außen. Und ja, innen drinnen muss ich ja auch noch die einzelnen Treppenstufen machen. Das ist ja auch noch nicht so schwer. Und dann muss ich auch noch hier die Räume, wo die VIP-Lounge ist, da müssen wir ja noch ein bisschen was bauen. Die baue ich komplett aus. VIP-Lounge, das ist ja nichts Weltbewegendes. Aber sonst innen drinnen, wie ich schon sagte, da ist nicht, was ich alles ausbauen werde. Da gibt es ja alles. Ein Fanshop, ein Museum, sogar ein Museum gibt es da. Überleg mal, Museum. Hä? Das ist ein bisschen übertrieben, ein Museum, oder? Allianz Arena. Ein Museum ist da drin. Wie der erste Bayern-Spieler ist ja, ich weiß ja nicht, wer schon im Museum war. Ist ja auch der erste Bayern-Spieler, der unter Vertrag gekommen ist oder was? Ja? Wieso so der erste Neandertaler? So ist das bei den Bayern dann der erste Bayern-Spieler, der unter Vertrag genommen wurde. Karl-Heinz, hast du nicht gesehen oder was? Oder was weiß ich was? Otto Fried Hans Werner oder so. So. Jetzt haben wir jetzt die drei jetzt hier hochgenudelt gleich. Wir sind gleich soweit und dann zeige ich euch, was wir jetzt ändern müssen ein bisschen. So, das haben wir gemacht. So, jetzt kommt's. Jetzt müssen wir. Blub. Wir haben ja jetzt hier so ein schönes Spielfeld, was genau so praktisch ist, ne? Und dann nehmen wir diesen Strich hier als Mitte für da oben. So, das bedeutet, wir gucken jetzt hier hin, fliegen nach oben. Das bleibt ja so, das ändert sich ja nicht. Der dreht sich ja nicht nach links und nach rechts. So, fliegen nach vorne. Nach oben, so, dann ist das der Dings. Patsch. So, dann weiß ich jetzt, hier ist die Mitte. Davon. Okay. Das ist die Mitte. Das bedeutet, wir machen jetzt hier von der Mitte aus nochmal zwei Steine nach oben. Zwei Steine. So, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 haben. Warte mal, jetzt muss ich gucken. 5. Genau, 5 Steine haben wir jetzt insgesamt. Das ist die Mitte. So, von der Mitte aus gehen wir jetzt erstmal hier. 25 Steine machen wir erstmal. Also der zählt nicht mit, der zählt mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Und dann knallen wir den einen noch oben drauf. Ich muss das hier einzeln zählen, weil sonst haben sie ja schon welche beschwert, dass ich jetzt jeden einzelnen Stein lieber nachzählen muss. So, dann haben wir 25, gucke ich mir an, passt noch nicht so ganz, 25. Dann verlängern wir das noch auf 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Und Schokomoko der Loco hat mich gerade eingeladen, aber ich bin ja gerade am Aufnehmen. Das geht ja wohl schlecht, dass ich jetzt hier den jetzt hier einlade. Dann drehe ich mich einmal so rum. Zack, so. Ihr fragt euch sicherlich, was das gleich wird. Es muss ja hier, ich habe das gesehen, das ist so ein, ich zeige euch gleich. Ohne euch das so jetzt zuzuknuckeln. Also wir haben 35 Steine genommen. Das machen wir auf der Seite auch wieder eben kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5. So, dann die Reihe wieder hoch. So, fertig. So, jetzt haben wir das gemacht. So, jetzt gehen wir von da aus nochmal. Jetzt gehen wir, ziehen wir eine Reihe dahin. Jetzt machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So. Jetzt wieder einmal gucken. 20. Ich könnte noch 25 nehmen. So, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, das lassen wir, das müsste passen. Dann machen wir hier auf der Seite eben auch kurz und dann seht ihr ungefähr, was ich meine, was ich dahin baue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hier muss ich schon jeden Stein, ne? Ja? Das ist ja gut. Ich, wie ich schon sagte, das ist jetzt, ne? So, dann seht ihr, was ich da mache. Ey, das ist zu groß, die Allianz Arena. Ey, wenn ich schon hier stehe und dann muss ich wieder mit der Lupe drauf gucken, was überhaupt die Tribüne ist, ne? Oder ist das irgendwie, bin ich gar keine Birne oder was? So nah, dann sehe ich erst, was die Tribüne ist. Ich habe ja so groß gebaut. Auf jeden Fall, ihr seht das ja selber. Das ist jetzt hier. So, dass hier das Dach geht. Das ist bei der Allianz Arena auch so, dass das so eine Ziehharmonika wird. So runter und dann etwas höher und dann wieder tiefer geht das so. Mit dem Licht. Und dann geht das wieder so hoch und wieder runter. Das ist so eine komische Wellenform. Und die machen wir jetzt hier, indem wir das hier so bauen, da rein. Das heißt, hier oben. Dann machen wir jetzt hier die Lichter rein. Ne? Die Lichter macht ihr so, indem wir die Lichter, jetzt den Stein lassen wir dann, machen wir das Licht hier rein, das Licht rein, das. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das so passt. Wenn ich jetzt immer nur ein Licht reinmache, habe ich noch gar nicht getestet. Aha! Wenn das nicht passt, habe ich die Arschkarte gezogen. Das ist natürlich kacke, ne? So, jetzt haben wir, hier ist die Mitte. Wenn ich jetzt hier einen reinknalle, der müsste passen, ne? So, dann lassen wir, also der bleibt erstmal hier. Da ist die Mitte. So, jetzt gehe ich mal von da aus und mache das gleiche hier auch. Gucken, ob wir dann, ob das hier einigermaßen passt. So, 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 so. Jetzt fragt ihr euch, warum ich diese Lichter nehme, die aus sind. Das sind ja diese, wie heißt denn das? Redstone-Lampe, die sind aus. Weil wir wollen das ja natürlich so machen, wir verbinden das irgendwann mal komplett. Aber wir bauen das ja erstmal rein, wie auf der Baustelle. So, erstmal wird das alles gesetzt. Ja, siehst du, passt. Dann kommt hier in der Mitte das Dings hin. So, jetzt haben wir hier komplett das Licht reingemacht. So, auf der Seite machen wir das gleiche auch. Das bedeutet, wir müssen jetzt erstmal hier gucken. Wir gehen wieder von der Seite aus. Da, dort, hier, da, dort. Und keine Angst, ich bin ja jetzt, wie ich schon sagte, ich bin jetzt zu Hause. Ne? An der Allianz Arena kommt jeden Tag was und heute muss ich weiter gucken mit den anderen Projekten, dass die da fertig werden. Aber morgen haben wir das Dach schon soweit. Und die anderen Projekte bin ich ja jetzt am Morgen richtig schön am Popeln. Ich habe Zeit, ne? So, dann machen wir jetzt hier, geht's weiter. So, das hat ja soweit gepasst. Und dann gehen wir jetzt hier wieder einen freilassen. Und dann hier kommt auch wieder eine Lampe rein. Immer so einen freilassen. Ja. Oh. Und dann macht er das ein bisschen in die Kurve. Und dann müssen wir gleich die andere Seite eben noch bauen. Warte mal, ich mache mal das hier so. So, und da müssen wir hier gucken. Da eine Lampe rein, da eine Lampe rein, hier eine Lampe rein, da eine Lampe rein. Immer ein. So, 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 so. Achso, hier müssen wir das Ding noch bauen. Aha, so, okay, so sieht das dann aus. Auf der anderen Seite natürlich da hinten auch, ne? So, und so muss es aussehen. Das bedeutet, wie ich schon sagte, wir machen dann irgendwo, gucken wir mal, wo das ist. Ein Podium oder so. Ich weiß ja nicht. Muss ich mir noch gucken, wo Allianz Arena, wo die Reporter drin sitzen, muss ich noch mal gucken. Und da machen wir einen Schalter hin. Und wenn man dann hier in der Allianz Arena ist, drückt man drauf und dann gehen die ganzen Lichter so klack, 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 alles an. Und dann sagt man, wow. Ne? Aber wir bauen die schon mal erstmal hier hin. Die Redstone-Lampen. Und dann können wir hier, machen wir später hier, weil das wird ja noch hier hohl. Das heißt, hier dieses Ding wird ja sowieso noch weiter auseinandergebaut. Weil die Allianz Arena geht bis hierhin ungefähr. Und das ist dann so, wo wir dann hier sagen, hier verbinden wir die Kabel. Aber das ist jetzt uninteressant. Wir setzen erstmal die Lampen. Und dann werden wir die immer so setzen, dass wir immer so einen Freiraum haben. Dass wir mit den Kabel hier dann komplett durch die Allianz Arena hier so rumeiern. Und irgendwo verbinden wir das. Und dann, das wird ja auch noch rum das Gewühle, dass wir dann da drauf drücken und dann von außen und von innen geht das ganze Ding an. Ich bin mal gespannt, was für eine Verzögerung das wird. Ja, immer so eine Verzögerung haben, wie das dann so, die gehen ja dann einzeln dann an, weil das eine Verzögerung hat. Dann gehen die einzelnen so klack, 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 klack in der Reihe herum an. Aber das ist später, das ist jetzt uninteressant. Jetzt habt ihr ja verstanden, wie ich das meinte, dass das erstmal so wie eine, so oben, so, und dann geht das etwas tiefer, dann noch tiefer. Das ist bei Allianz Arena auch. Und dann müssen wir das hier das gleiche auch machen. Das mache ich mit euch auch noch eben. Und dann habt ihr was zu tun. So, jetzt nehmen wir natürlich hier wieder so irgendeinen Punkt. Wir können ja hier diesen Punkt nehmen.
Oder wir können den Punkt da nehmen, ist das gleiche. So, das hier. Ich habe irgendwie so großen Summen in meinem Mikrofon, Headset. So, hier wieder hochgehen. Einfach nur hochgehen, gar nicht bewegen, ne? Und dann nach vorne. Zack. So. Und dann zack. Zack. Ich mache mal rot hin. So, und dann machen wir von hier aus. Müssen wir ja auch wieder so einigermaßen einteilen. Dann, das machen wir auch wieder zusammen. Wir machen erstmal 20. Also das ist die Mitte wieder. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, oh, mit der Musik ein bisschen zu laut gemacht oder was? So, hier nochmal. Dann hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Achso, dann müssen wir das doppelt machen wieder. Haben wir 20 gemacht. Machen wir doppelt gemoppelt wieder drauf. So, bin ich ja dran vorbeigefahren? Ja, so. So, dann muss ich eben gucken. Weil das ist ja natürlich jetzt kleiner. Jetzt haben wir 20 genommen. Und 20. Und dann, welches Maß haben wir denn da? Das ist ja nur so ein bisschen kleiner runter und dann noch runter, weil wir haben jetzt 20 genommen. Und dann machen wir jetzt hier auch mal 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Einmal gucken. Ja, das ist einfach nur so etwas tiefer. So, zack, 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 runter und dann das gleiche hier auch. Mal gucken nochmal. Da haben wir ein bisschen mehr genommen. Dann ist hier höher. Dann könnten wir hier noch. Das ist ja bei Allianz Arena auch so, dass das einmal hoch und dann wieder runter geht. Das ist jetzt. So, wir machen das so, wie es jetzt hier ist. Okay, auf der Seite 20 und dann könnt ihr das auch wieder einteilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dann haben wir das jetzt, glaube ich, alles soweit. Die beiden Seiten könnt ihr ja dann selber machen. Das wisst ihr ja, wie es geht. So, das ist einfach nur so eine kleine höher, etwas tiefer, rund, etwas höher, so und wieder rund. Ja, genau so lassen wir das. Ja. Okay, und dann müsst ihr jetzt einfach nur mit den Lichtern, wisst ihr ja schon. Dann gehen wir wieder hier einfach nur von der Ecke aus. Erstmal gucken. Da eins hin, da eins hin, da eins hin. Gucken, ob das soweit passt. Wenn nicht, dann müssen wir es halt einen Stein doppelt gemoppelt machen. So, seht ihr, jetzt ist die Mitte. Dann müsste das hier wieder von da aus gehen. Und dann gucken, was sich ergibt. Und dann machen wir das so, 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 so und so. Und dann haben wir es. So sieht das aus. So, die Mitte kam weg. Und das gleiche machen wir jetzt hier auch wieder. So. Dann zeige ich euch gleich noch, wo ein Geländer hinkommt und dann war es das wieder. Dann muss ich das auch selber bauen. Und dann ist es ja nicht mehr schwer, dann ist das gleich nur noch ein Kinderkack. Das heißt, wenn ich das auch nachher gebaut habe, dann fangen wir an mit dem Dach. Das sieht ein bisschen schwülchen, ne, das Dach. Aber das kriegen wir auch hin, ne. So. So und dann. So. Ja, passt das. Gut, hier sind jetzt zwei, aber das ist ja jetzt uninteressant. Ihr seht ja selber, das passt dann. Müsst ihr von der Ecke aus immer machen und dann. Das fällt ja nicht auf. So. So macht er es auf den anderen beiden Seiten auch natürlich, ne? Hier habe ich schon mal geguckt, wo die Öffnung sein soll. Das wird dann ab hier über Spielfeld, das wird offen sein. Das ist jetzt nur ein Punkt, wo ich sage, aha, so geht rum. Ah, es ist zu groß. So. Ja, dann baut er das erstmal. Wenn wir das jetzt, ich baue das jetzt auch gleich, dass ich auf der Seite und auf der Seite das auch alles habe. Und dann, dann geht es rund mit dem Dach. Das ist ja drüber jodeln, ne? So. Jetzt mache ich euch, zeige ich euch noch kurz ein Geländer, was ihr da hinten knallen könnt. Und dann war es das wieder. Tschack. So. Hier. Da oben kommt ein Geländer hin.
Warte mal, wo kommt das denn hin? Wo habe ich denn jetzt geguckt? Wo das hin? Ah, hier oben kommt das hin. Entschuldigung. Weil hier kommt ein anderes hin. Das ist, das brauchen wir, brauche ich was anderes drauf. Da kommt nämlich, da ist so eine Reling. Ne? Weil das nicht so hoch ist. Aber da oben, da ist ein Geländer dran. Das heißt, hier ist blau und dann kommt so ein Geländer da dran. Das könnt ihr komplett rum machen. Und da unten, wo ich schon sagte, hier, habe ich ja euch gesagt, hier kommt ein Geländer. Da ist gar kein Geländer auf der Seite. Ich weiß ja nicht, ob ihr das jetzt alle gebaut habt, ne? Weil da kommt, das Geländer kommt nur bis an den, wo ist das hier? Bis hier ist das Geländer. Nur wo das Tor ist, da ist so ein Geländer. Und hier muss ich gucken, ich weiß gar nicht mehr, was da ist. Da kommt gar kein Geländer. Da müsst ihr ein bisschen in der Kurve machen und die Dinger könnt ihr erstmal wieder abbauen. Oh Mann, jetzt hab ich das Ding. Weil ein Kollege sagte, da ist kein Geländer. Und ein Abonnent hat auch gesagt, da ist kein Geländer da unten. Da ist gar nichts. Ich weiß noch nicht was. Ich muss mir nochmal angucken, was da ist jetzt oder nicht ist. Ich weiß es noch nicht. Aber behaltet das mal im Hinterkopf, dass wir das vielleicht hier wegmachen müssen. Ne? Und nur ein bisschen in die Ecke machen müssen. So. Auf jeden Fall kommt da ein Geländer. Ganz oben kommt ein Geländer komplett herum. Das stimmt. Habe ich mir angeguckt. Ich werde auch jetzt immer wieder schön Fotos suchen. Damit ich mich jetzt hier nicht mehr vertue. Aber wieder einen Anschiss gekriegt. Vorgestern von jemandem bei Subway. Dass ich nicht jeden einzelnen Klotz nachzähle oder so. Aber ich wollte ja schreiben, aber ich dachte, nee, lass mal. Weil die Schrift ergibt sich mit dem Maß. Ich habe ja immer gesagt, die Schrift Subway und von Subway aus nach links die vier Dinger und dann so und so und so und so. So, jetzt seht ihr jetzt hier, haben wir das hier, dass das hier so aussieht. So. Und so. Und so und so. Ne? Dann sieht das ja ein bisschen ballaballa aus. Das ist kein Problem. Wir müssen einfach nur hier verlängern. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier, dass das einheitlich aussieht. Und dass wir auch nichts verlieren. Das heißt, von innen können wir das nicht bauen. Wenn wir es von innen bauen, ist der Gehweg weg. Da müssen wir von außen bauen. Das heißt, hier müssen wir jetzt von außen ein Dreier hin machen. Und dann hier ein Zweier. Also hier ist ein Dreier, ein Zweier. Dann wieder ein Zweier. Dann wieder ein Zweier. Und dann war das ein Einer. Da müsst ihr einfach immer nur einen mal dahin knallen. Und dann ergibt sich das ja von selber. So. Ne? Was habe ich denn? Vierer, ne? Habe ich da jetzt. Da habe ich immer einen davor geknallt. Habt ihr ja gesehen? Zweier, Zweier. Einer. Zweier, Zweier, Dreier. Das müsst ihr nur einhalten. Dass es hier ein Dreier ist. Dreier. Also hier ein Dreier. Zweier, Zweier. Und hier auch Dreier, Zweier, Zweier. Das müsst ihr nur hier oben einhalten. Habt ihr ja gesehen? So, dass ihr dann mit dem Geländer so rumkommt. So, ne? Dass das hier so rumgeht. Zack. Zack, zack. Zack, dass das ohne Probleme so. Seht ihr ja dann, dass das hier ohne Probleme auch so aussieht und dass wir auch diesen Weg lassen. Ne? Ich hoffe, das habt ihr jetzt soweit verstanden. Komm, wir gehen noch mal ein bisschen in die Ecke und dann war es auch wieder. Schon 23 Minuten, ne? Oh, und dann muss ich erstmal gleich zusehen, dass ich ja die anderen Sachen fertig kriege. Ich muss ja jetzt immer auf die Uhr gucken. Wenn ich jetzt eine halbe Stunde oder 45 Minuten aufnehme, dann muss ich automatisch speichern. Weil sonst ist das alles, was ich gebaut habe, für den Arsch. So. In die Ecke gleich nochmal. Wir sind gleich da. So, dann wieder hier. Seht ihr ja selber wieder. Dann könnt ihr so. Oder wir lassen das erstmal so. Dann macht ihr hier so. Einfach immer einen davor. So, das war ja so, dass das jetzt nicht passt. Dann machen wir jetzt. Ein vor hier, ein vor da. Überall in die Ecke einen dahin knallen. Und dann gibt es ja von selber, brauchen wir nicht groß nachzählen. Einfach in jede Ecke einen hin und fertig. So, dann haben wir Dreier. Ja, siehst du, einfach in die Ecke immer einen hin und fertig. Dreier, Zweier, Zweier. Einer. Dreier, Zweier, Zweier. So, ja, passt. Immer nur den Zweier, Zweier. Was die Einer da ist, uninteressant. Hauptsache die anderen passen dann immer. Dreier, Zweier, Zweier. So. Und dann wieder hier rum und dann haben wir das fertig. Ich hoffe, dass ich euch diesmal ein bisschen besser erklärt habe. Und dann, wie ich schon sagte, wenn ich das gebaut habe gleich, dann übe ich mit dem Dach. Weil das wird ein bisschen wuling, weil das Dach geht von außen nach innen. Das wird ein bisschen schief runtergehen und so. Also das wird schon etwas, wo man sagt, boah, ey.
Ne? Aber baut das erstmal so, dass ihr hier erstmal zu habt. Mit dem Licht an. Da sind überall Lichter drin. Und wenn es angeht, tschiu. So, okay, das habt ihr jetzt mitverstanden, ne? So, das war es jetzt wieder von mir. Ich baue dann weiter das drumherum, dass wir das Dach drauf kriegen und dann muss ich hier noch ein bisschen puppeln. Und dann, ja, dann muss ich hier noch gucken, was hier drin ist und da hinten da drin ist und dann bauen wir das schon alles aus, keine Angst, ne? Und dann, wenn wir das Dach drauf haben, kommen noch die, die Eingänge und die Treppenstufen und dann haben wir hier drin soweit fast alles fertig, wa? Brauchen wir nur von außen machen. Pah! So, auf jeden Fall, baut das erstmal so, wie ich es euch gezeigt habe und wir sehen uns dann gleich oder nachher wieder bei, oder morgen, ne? Wieder bei Play Sample. Und dann, ja, dann geht's weiter mit Allianz Arena. Und die anderen Sachen kommen auch, keine Angst. Ich reiß mir den Arsch auf, keine Angst. Auf Wiedersehen.